Doppelpacker Adam Schalay hat der TSG Hoffenheim einen gelungenen Heimauftakt in der neuen Saison der Bundesliga beschert. Dank der Treffer des Ungarn siegte der Vorjahresdritte gegen den SC Freiburg nach 0:1 Pausenrückstand noch 3:1. Eine Woche nach der Pleite bei Bayern München fuhren die Kraichgauer so den ersten Dreier ein und tankten Selbstbewusstsein für die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Vor 28.619 Zuschauer hatte Dominik Heinz, 36. die Gäste zunächst in Führung gebracht. Doch Schalay, 50. 63. nutzte zunächst einen krassen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste zum Ausgleich und traf wenig später zum Sieg. Während Hoffenheim vor dem Gastspiel bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf nun im Soll ist, gilt es für Freiburg nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Partien im Derby gegen den VfB Stuttgart einen Fehlstart zu vermeiden. Hoffenheim mit starkem Beginn in der Anfangsphase der Partie war Hoffenheim die wesentlich aktivere Mannschaft, presste früh und ging nach 5 Minuten bereits vermeintlich in Führung. Leonardo Bittencourt hatte nach einer Parade von SC-Keeper Alexander Schwolo per Kopf abgestaubt, doch noch während des Hoffenheimer Torjubels meldete sich der Videoassistent aus Köln bei Schiedsrichter Robert Hartmann. Der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Die Gastgeber blieben allerdings dominant, Freiburgs Abwehr wackelte bedenklich. Erst tanzte Bittencourt, 9., Heinz aus und zwang Schwolo zu einer starken Fußabwehr, dann köpfte Pavel Kader Abek, 11., knapp vorbei. Nach einer Viertelstunde jedoch versandete die Hoffenheimer Offensive zunehmend. Freiburg dagegen stabilisierte seine Defensive und setzte offensive Nadelstiche. Freiburg nutzt Akpo Gumas Fehler nach einem Freistoß von Jerome Gondorf und einer völlig verunglückten Abwehraktion des früh eingewechselten Kevin Akpo Guma, war dann Heinz plötzlich zur Stelle. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hätte Florian Niederlechner nach einem Konter fast noch auf 2:0 erhöht, scheiterte jedoch freistehend am Ex-Freiburger Oliver Baumann. Auf der Gegenseite reagierte Schwolo glänzend gegen Schalay, 45.6. Erschwerend hinzu kam für die Hoffenheimer, dass ihr Wechselkontingent bereits erschöpft war, als in der Pause nach Ermin Bikacic und Kasim Adams auch noch Akpo Guma verletzt raus musste. Doch bereits kurz nach Wiederanpfiff lud Freiburg die TSG zum Ausgleich ein. Nach einem krassen Missverständnis zwischen Nicolas Höhler und Schwolo durfte Schalay den Ball unbedrängt ins leere Tor einschieben. Kramaric macht alles klar, ein Treffer, der den Gastgebern noch einmal neuen Schwung gab. Den vielleicht besten Angriff des Tages vollendete Schalay nach schöner Flanke von Schulz zum Hoffenheimer Führungstreffer. Freiburg hatte durch einen Freistoß von Gondorf, 53. und Petersen, 73., der nur die Latte traf, allerdings ebenfalls noch gute Gelegenheiten. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen und kämpften vergeblich bis zum Abpfiff. Andrei Kramaric, 90.4, traf mit der letzten Aktion des Spiels ins leere Tor.